Da. Leicht und... Moment, was ist das? Feuerabwehr ist... Ist das die Feuerabwehr? Ja, die Feuerabwehr ist extrem hoch. Leute, ganz ehrlich. Ich werde wohl oder übel... was war das hier? Ne, Zauber... War das Zauberumhang? Ne, sondern... Das. Schatzer Goldsaum. Goldsaum. Ist halt extrem leicht. Hat auch ein bisschen weniger, aber es hat halt Feuerresistenz vor allen Dingen. Ich bin ein Sensenmann, alles klar. Wir waren hier noch nicht. Ich habe 45.000 Seelen. Ich sollte vielleicht zum Feuer zurück. Ich muss sowieso zurück zum Feuer, fällt mir gerade auf. Weil ich ja auch da geht es ja auch weiter. Und das war auch einfach nur ein anderer Weg. Okay. Okay. Ich dachte gerade schon, ich springe jetzt hier irgendwo runter. Aber schon merkwürdig, dass man keine Schuhe anziehen kann. Ich meine, wir haben zwar einen Rock, aber... Rock fertig aus. So, wir sind im Online-Modus. Hier. Achtung vor dir, Lava. Nee, you don't say. Moment, hier konnte ich eben noch nicht drauflaufen. Okay, kann ich auch nicht. Kann ich da nur drauf rollen. Also, wir gehen jetzt zurück, bitte. Zurück Richtung Feuerchen. Springen. Wir sind jetzt gerade vor allen Dingen ziemlich leicht unterwegs. Das ist gar nicht mal schlecht. Theoretisch kann ich... Wir sind so leicht unterwegs, dass ich theoretisch auch einfach den Ring kurz wechseln kann. Das müsste eigentlich funktionieren. Ja, okay, wunderbar. Das Feuer war hier oben irgendwo, ne? Komm schon. Also irgendwie gefallen die Viecher mir nicht so sehr. Wir haben leider schon einen von ihnen getötet. Hätten wir übrigens nicht tun sollen. Ja, hätten wir nicht tun sollen, nein, hätten wir nicht. Wir machen die Kondition weiter hoch. Hier, diesen einen, die Feuerhüterin, die hätten wir nicht töten sollen. Also die Schwester von der Hexe hätten wir nicht töten sollen. Hätten wir nicht töten sollen. Ist einfach so. Haben wir leider getan. Deswegen werde ich wohl auf ein etwas verzichten müssen. Aber na gut, ist halt so, kann ich nichts dran ändern. Fertig aus. Wusste ich nicht, kann ich auch nicht wissen. Soweit spoilere ich mich auch nicht. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, haben wir schon oft genug getan. Dann habe ich diesen Fehler halt getan. Weil etwas, was man einmal hier falsch macht, kann man auch nicht wieder gut machen. Das ist nun mal so. Und sorry, wenn ich wirklich hier in diesem Gebiet ab und zu lagge, aber... da kann ich nichts gegen machen. Dann haben wir den ersten Gegner. Der uns auch schon auf 500 Kilometer Entfernung riecht. Was? Okay, ich will mich von dem Vieh aber lieber nicht treffen lassen, weil ich glaube, das tut mehr weh. Das tut auch mit Sicherheit weh. Ah, da. Ja. Hier geht's weiter. Ist ein bisschen dunkel hier. Oh, hätte ich vielleicht jetzt beinahe... Ja, wäre ich. Gut. Ich sollte aufpassen, wo ich hingehe. Ernsthaft. Ernsthaft aufpassen, wo ich hingehe. Okay. Das sind so... Ach, da sind gleich zwei von denen. Versuch's mit Absprung. Kann ich gleich tun, aber ich möchte die zwei vorher besiegen. Das ist echt extrem dunkel hier für ein Lavagebiet. Ja, ich habe mir gedacht, ich sollte mich nicht von denen treffen lassen. Vor allem, weil ich nicht... Ich konnte nichts mehr machen. Die haben mich da irgendwie die Wand gekriegt und ich kam aus der Wand nicht mehr raus. Gut, okay. Nett, freundlich und so weiter. So, ich tue jetzt etwas, was ich bereuen werde. Aber da wir nur 2000 Seelen haben, ach, ich werde das sowieso nicht bereuen.
Obwohl, versuche ich es einfach. Ach komm, ich versuche es einfach. Ich versuche einfach mal auf die Nettigkeit der Leute zu plädieren. Und dass um diese Uhrzeit kein Arschloch da ist, der mich invaden will in der Lava-Welt. Ich glaube, das ist schon ein Fehler, dass ich das irgendwie erhoffe. Mir. Hoffe. Warum greifen die mich nicht an und die da greifen mich an? Nee, der da auch nicht. Aber... Komm schon, seriously. Ich bin echt nicht mehr feierlich, ey. Ach, ich hab keine zwei Slots. Schade. Der war doof. Alter, ernsthaft? Was ist das für eine verkackte Scheiße hier? Hallo? Achso, du rutschst nur. Egal. Das war pure Absicht. Ja, ich wollte wissen, was hier auf der Seite natürlich ist. Ich meine, es ist relativ offensichtlich, dass ich das wissen wollte. Ah, schade, ist nichts, dann gehen wir wieder den Weg. Versuch's mit Absprung. Sollten wir jetzt gleich vielleicht ernsthaft mal in Erwägung ziehen. Was? Ah, fuck! Ich hasse es! Ich hasse es, wenn ich sterbe! Ich hasse es so sehr! Dann nimmt er nämlich automatisch das Schild wieder in die Hand, statt... Ah, und dann denke ich, ja, ich mache dir mit zwei Hits. Nein, mache ich nicht, weil ich das Schild wieder in der Hand habe. Das ist mir jetzt schon öfters passiert. Weil wenn man stirbt, dann nimmt er das automatisch wieder als Schild und Schwert und nicht als Schwert in zwei Händen. Aber gut. Da muss ich echt drauf achten, weil dann denke ich so, ah, den mache ich mit zwei Hits und dann brauche ich drei. Versuch's mit Absprung. Ja, werden wir gleich tun. Ich hätte gerne vorher mal sehen, ja. Ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es nicht tun sollen, Leute. Ich hätte es einfach nicht tun sollen. So! Was? Da ist er ja schon! So, du Arschloch! Oh, du hattest auch nur 26.000 Seelen dabei. Vielen Dank! Menschlichkeit erhalten. Du hattest noch eine. Dankeschön. So! Kleines Arschloch! Und kann mal einer von euch kommen? Hey, du siehst mich doch! Bin ich hier in einem verbackten Ort? Ah, das kann natürlich sein. Hier könnt ihr mich angreifen, wa? Könnt ihr mich hier immer noch angreifen? Ernsthaft? Ernsthaft? Wieso geht das nicht? Oh, dafür, dass hier nur 800 verschissene Seelen bringt. Das ist ja echt nervig mit euch. Ich hab noch zwei Tränke, yay! Hey. Wollt ihr mich? Okay, wisst ihr was? Leck mich doch. Versuch's mit Absprung für den Arsch. Alter, mit was für... Was für eine Textspeed hat der bitte? Scheiße. So von wegen, ja, ich hau auf dich drauf und dann, ah, ich kann direkt wieder auf dich drauf hauen. Und, ja, genau. Ich bin hier irgendwie falsch. Und meine FPS sagen tschüss. Was bist du? Ich hab mir Angst.
Okay, bis One-Hit, aber deswegen will ich auch nicht in der Flamme. Die schwächsten Gegner sind die stärksten, habe ich manchmal das Gefühl. Da muss ich echt aufpassen. Ja, die schwächsten Gegner, die die am wenigsten aushalten, die hauen den Schaden raus, der nicht mehr heilig ist. Ich möchte meine 32.000 Seelen natürlich nicht verlieren. Och nö. Sonst bin ich ja hier. Dann haben wir einen ausgeschaltet ohne. Was? Da wird nicht der Tod sein. Warum brauche ich jetzt einfach wieder 3 Hits für die? Dämonenmachete, na super. Jetzt ist da aber nicht der Boss, oder? Moment mal. Achso, ich muss sowieso runden. Ach, ernsthaft. Yay, damit ist mein letztes Essen vollkommen im Arsch. Hast du fein gemacht, Junge, hast du fein gemacht. Das ist meine Menschlichkeit. Wunderbar. Achso, ich sehe euch kaum. Eureka. Gibt aber auch keine Seelen, vielen Dank. Ich sehe euch ohne Scheiß nicht. Keine Ahnung warum. Dich kenne ich doch! Das ist doch der Taurus-Dämon. Oh, okay. Ja, okay, ja. Oh, ich mag die Würmchen nicht. Da ist noch einer! Mich dich mal eben zuerst haben, bitte. Obwohl ich eigentlich auch ungern auf der Treppe gegen dich, doch egal. Obwohl, doch, auf der Treppe ist gar nicht schlecht. Seriously? Ach, jetzt hat er wieder hier so eine Macke. Änderst dann auch gerne einfach mal deine Richtung. Ohne Scheiß, du änderst deine Richtung. Was ist das denn? Ach, und jetzt entscheidest du dich natürlich auch, die Treppe hochzukommen. Du kleine missratene Pissnäcke. Ohne Scheiß. Ja, und jetzt hast du wieder... wieder mit der Weichei-Tun, ne? God damn it! Vor dem Wurm habe ich ernsthaft Angst. Ich habe Angst vor diesem Wurm. Und ich habe noch so viel Menschlichkeit, dass ich auch einfach mal eben ein bisschen was rumschleudern kann. Da hat gerade was Komisches geflimmert. So, euch sehe ich nicht. Ohne Scheiß. Ich sehe euch einfach nicht. So, jetzt ist die Frage, ist dahinter jetzt ein Boss? Ernst gemeinte Frage, ist dahinter jetzt ein Boss? Weil dann bin ich tot. Ziemlich sicher bin ich tot. Könnte natürlich auch hier lang gehen. Wo bin ich? Ernsthaft? Jetzt bin ich doch nicht mehr in den Dämonenruinen, oder? Das ist bestimmt der Zugang von irgendwas nach irgendwas. Der ist kein einziger Gegner. Ich will hier ehrlich gesagt nicht runter. Weil ich befürchte, dass ich nie wieder hochkomme. Ja, ich guck gerade, ob es hier irgendwo eine Leiter hoch gibt.
Beziehungsweise halt runter. Aber... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich habe gerade eine ganz, ganz böse Befürchtung. Was bist du? Du, dich kenne ich aus Dead Space. Fick dich. Das war gerade ein Hund aus Dead Space. Mit den drei Tentakelviechern. Oh, ich soll hier nicht sein. Die haben Angst vor mir. Oder die wollen mich einfach nur locken. Menschlichkeit einsetzen und Tür berühren. Ich vorrichte verschlossen. Okay. Okay. Geht's hier hinten noch weiter? Ich glaube, ich sollte hier nicht sein. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Nee, das ist versperrt. Okay. Alles klar, Leute. Wir wissen, hier ist was, wir wissen noch nicht was. Eventuell wird das erst frei, wenn man irgendwie den Boss besiegt oder irgendwas passiert. Ich weiß es ja nicht, aber wir werden es wohl früh genug rausfinden, mit Sicherheit. Das heißt, wir werden uns jetzt dem Nebel hier widmen. Der mir überhaupt keine Angst macht. Bitte kein Boss. Jo Leute, das war's. Ich mein, 39.000 Seelen. Ja, genau. Ich hab... Der erinnert mich an den verwirrten Dämon und das ist total behindert. Ich kann gerade nur versuchen, hinter dir zu kommen. Ja! Du bist witzig! Das ist der verwirrte Dämon, nur in Feuer. Was ist das denn? Das ist der verwirrte Dämon nur in Feuer, das ist doch so ein Katzen. Der hat genau die gleiche Scheiße hat der drauf. Und das ist meine Chance. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt einen Bug use. Also, ich use keinen Bug, aber ich glaube, er hat sich da hinten gerade fest verbuggt. Ich glaube es wirklich. Das sieht zumindest so aus. Ja, es sieht auf jeden Fall so aus, weil ich bin ja gar nicht im Menü, wo ich einfach die Waffe wechseln kann, ohne dass der was machen kann. Heißt so viel wie... Also, sorry Leute, aber er hat sich anscheinend da gerade wirklich hinten festgehangen. Und das wird jetzt wieder was dauern. Aber ich habe auch nicht genug Pfeile, das so nebenbei. Aber damit ziehe ich ihm immerhin schon mal ein großes... Weil ich habe gerade 39.000 Seelen. Und ich will die gerade partout nicht verlieren. Moment, ich versuche ein bisschen höher zu ziehen. Eventuell treffe ich im Kopf mehr Schaden. Ne, 29. Aber ich habe auch noch bösere Pfeile, das ist das Gute. Ich möchte ihn eigentlich gerne besiegen beim ersten Versuch. Weil, aber ich glaube auch nur, dass es eigentlich eine Art Zwischengegner ist. Das ist das große Problem, aber scheiß auf, ist egal, ob Zwischengegner oder nicht, er wird nicht mehr kommen, wenn ich ihn einmal getötet habe und das ist der Punkt. Und irgendwie ziehen meine Pfeile überhaupt nichts ab. So richtig gar nicht. Aber egal, wo gehen wir weiter mit dem Drachentöterbogen? Der macht ja ganz schön viel mehr Schaden. Braucht der Typ natürlich auch länger. Aber da wir 30 Pfeile davon haben, sieht das nicht schlecht aus.